Leute, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Fashion Famous. Lars und ich müssen versuchen, uns als Horrormädchen zu verkleiden. Ich bin gespannt. Was? Ja, Horrormädchen, das ist das Thema heute am heutigen Tag. Ich brauche mich gar nicht verkleiden. Ich kann einfach ich selbst sein. Nein, wir suchen uns natürlich ein cooles Outfit. Hast du schon eine Idee, wie du dich verkleiden willst? Ja. Okay, und zwar? Ich hab schon eine Idee. Sag ich dir nicht. Ich will richtig gruselig sein. Aber ich muss mich als Horror-Girl verkleiden. Du musst ein Horror-Girl werden, das ist das Thema. Ein okay. Horror-Girl. Okay, Freunde, werden wir mal schauen, was wir hier Cooles finden. Horrormäßig können wir natürlich aussehen, wenn wir uns relativ dunkel anziehen. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal in den VIP-Bereich und suchen uns was richtig Cooles aus. Vielleicht irgendeine schicke Mütze? Die Dinger da? Die oh, ich habe eine Idee, ich verkleide mich einfach als Easy. Ey, hör auf damit! Ha! Nein, ich bin kein Horrormädchen. Was gibt's denn hier noch? Ich meine, hier sind kleine Teufelshörner, das ist auch mega süß, aber das ist ja nicht Horror, das ist ja eher Teufel so. Und die sehen cool aus, die ich hier gerade drauf habe. Okay, die lassen wir auf jeden Fall. Mach uns schön Bart noch rein. Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen gruselig ist, was ich hier mache. Okay, zu gruselig darfst du auch nicht sein, oder? Aber es ist ja ein Horror. Das ist ja eigentlich das Thema, du hast recht. Eigentlich ist es... Kann mir auch einfach... Bin mir nicht sicher. Diese kleine, so süß. Okay, nee, Freunde, wir bleiben jetzt mal ernst hier. Wir werden jetzt mal schauen, was wir hier. Pinguin, wir können Pinguin. Nein, okay, jetzt mal wirklich im Ernst. So, die Dinger da, das sieht doch cool aus. Das sieht doch ziemlich dunkel aus hier. Das sieht ich sehe ein bisschen lächerlich aus irgendwie. Hey, das sieht cool aus. Horror Girl. Entweder das. Du siehst lächerlich aus, okay. Warte mal, ich glaube. Ja. Da, okay, zack. So, funktioniert das Ganze, jetzt haben wir das an. Oder irgendein Männer-Outfit vielleicht. Die sehen ja auch ziemlich schlimm aus manchmal. Hey! Hey, das da. Boah, das ist mega cool, Lars. Oh mein Gott, das sieht mega nice aus. Das lasse ich auf jeden Fall an. Ich sag nicht, was es ist. Hier diese kleinen Herzchen. Die habe ich gar nicht bekommen. Zack. Das, was ich jetzt hier als kleines Problemchen habe, sind die Klamotten, weil es gibt hier keine guten Klamotten. Geh weg. Was bist du da? Du darfst mich nicht sehen, ich wusste nicht, dass du das bist. Ich wollte gerade gucken, was die anderen so machen. Oh mein Gott, wie fett ist das denn? Wie fett ist das denn? Aber das passt nicht. Das passt einfach nicht zu meinem Outfit. Das lasse ich. Okay. Das lassen wir so. Ich könnte mir auch hier so einen kleinen... Oh, der ist ja süß. Oh mein Gott, ist der süß. Oder so einen kleinen süßen Hasen auf dem Kopf. Oh ja, ich glaube, ich bin cool. Schon gut dabei. Das sieht cool aus. Das ist ein richtiges Horror-Ding. Okay. So, das passt soweit erst einmal. Wir brauchen jetzt noch ein paar Haare natürlich und irgendwas, um unser Outfit abzurunden. Du sagst, du bist gut dabei? Ja, aber ich brauche noch ein gutes Oberteil. Okay, ja, dann viel Glück dabei, viel Erfolg. Hey Girls, ich brauche ein neues Oberteil. Ja. Yeah. Juhu. Ich brauche Haare, die runterhängen, die nicht zu viel Platz wegnehmen. Die da zum Beispiel. Oh, nee, die gefallen mir doch nicht. Was ist mit denen? Jetzt habe ich schon wieder zwei Paar Haare, so ein Mist. Okay. Doch, das... Nein, das passt auch nicht. Warte mal. Zack, die machen wir weg. Die vielleicht. Wieso kommen denn meine Haare die ganze Zeit aus der Mütze? Ja, ich finde das auch mega nice. Das ist für mich so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie Masterbuilder. Kennst du das noch? Wo man gebaut hat, nur dass man... Ja, genau. Ja, dass man jetzt hier... Okay, warte mal, eine Horror-Haarfarbe. Was ist denn eine Horror-Haarfarbe? Sieht schon ziemlich schlimm aus hier. Türkis? Nein, das ist eigentlich... Deine Haarfarbe ist eine Horror-Haarfarbe. Och, Lars, jetzt hör auf damit. Tut mir leid. Was ist... Ich finde keine Horror-Haarfarbe. Ja, hier sieht das die sind alle hübsch, die Haarfarben. Hier gibt es gar keine schlechte Haarfarbe. So ein hübsches Braun hier. Warte mal, was nehmen wir denn am besten? Irgendein Ich habe kein Oberteil. Ich finde kein Oberteil. Oh mein Gott, wie sieht sie denn aus? Ich will auch so aussehen. Oh nein, die sieht viel gruseliger aus als ich. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Okay. Diesen Stab da. Zack. Du hast immer noch kein Oberteil? Nee. Und das Schwein. Nee, das Schwein gibt's nicht. Was sieht denn hier horrormäßig keine aus? Flügel nehmen. Mist. Wir nehmen das Huhn. Wir haben das Grusel. Aber es fällt gar nicht so krass auf mit dem Oberteil, um ehrlich zu sein. Okay, das ist gut. Ich glaube, ich werde das nicht gewinnen, die Runde. Ich weiß nicht. Meinst du, du gewinnst? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich habe nicht mein Bestes getan, diese Runde. Ich habe mich... Aber gut, wir werden mal sehen. Okay, Leute. Erstmal willkommen zur Fashion Famous Show. Lars hat geschrieben, Lars mag Affen, ist der Beste. Dazu möchte ich gerne was kommentieren. Now, it's easy the best. Okay, das ist ein geiles Outfit, Mann. Das ist ein richtig geiles. Ich gebe vier. Vor allem, it's easy the best. Doch. Yes. Easy. Warte, vote for me. Oha. Please. Nein, natürlich nicht. Aber das ist doch kein Horror-Outfit, oder?
Sie sagt, sie kommt aus Frankreich, aber sie sieht hübsch aus. Das ist kein Horror-Outfit. Okay, become a horror girl. Ich glaube, manche haben von euch gesagt, dass man, vielleicht manche kennen das nicht und wissen das Thema nicht. Aber das ist auch mega nice, oder? Mhm. Die hat auf jeden Fall das Thema. Sie sieht ein bisschen aus wie so ein Punker. Das ist gut getroffen. Ich habe vergessen, mir ein Gesicht zu machen, Lars. Oh nein, ich hab nein. Ich glaube, ich habe echt vergessen, mir ein Gesicht zu machen. Da kommt Lars! Yes! Woo! Alter, was ist mit deinen Augen passiert, Lars? Ich sehe gut aus, gell? Heftig, Mann. Boah, ich bin so ein gruseliges Mädchen aus der Hölle. Du hast echt vergessen, dir ein T-Shirt anzuziehen, aber es sieht so schon mega krass aus. Ich habe dir 5 Sterne gegeben, ehrlich. Es war fettes Outfit. Okay, jetzt kommt die nächste. Oh, mit süßen... Warum diese Mickey-Maus-Ohren? Versteht man nicht. Und so ein süßes Gesicht, ne? Das ist und Herzchen auf den Ohren. Das ist doch kein Horror. Das sieht zwar mega süß aus. Echt mega süß, aber nicht hoch. Okay, let's go. Alles Käse. It's your turn to shine. It's your time to shine. Und dann komme ich mit meinem... Guck mal, den Horrorhasen da auf meinem Gesicht. Kopf. Das Gesicht. Yeah, wow, yeah. Na, na. Alter, was hast du für Moves drauf? Ja, ich weiß, ich habe mir Moves gekauft. Emotes. Ist doch eigentlich nicht so schlecht, oder? Außer das Gesicht. Nee. Was, nee. Ich hab dir aber trotzdem 4 Sterne gegeben. Oh, danke schön, das ist nett von dir. Okay, jetzt kommt niemand. Niemand betritt die Bühne und niemand sieht fantastisch aus. Ja, Mann. Ja, ich vote für niemanden. Das ist der Typ, der in der Jury sitzt. Ey, keiner. Ja, wahrscheinlich der ohne Gesicht. Der hat sich jetzt komplett in Luft aufgelöst. Okay, nächstes dran. DGR. Okay. Das ist süß. Oder? Ah. Blaue Beine. Hat sie ein blaues Bein da unter dem Hyperbohrteil? Das ist kein Horror. Sie hat echt ein blaues Bein und blaue Füße von unten. Abgestorben, das ist niedlich, das Outfit. Ja, es stimmt wahrscheinlich. Okay, Leute, das war's. Die Fashion Famous Show ist over und die Jury hat entschieden. Und die Gewinner sind... Come on, bitte. Ah, ich hab gewonnen. Was? Du bist Zweiter. Hey, mega fett, Lars. Nice, Glückwunsch. Ich sitze schon wieder in der Luft. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Spiel... Ja, setz dich mal auf meinen Schoß, komm hoch. Kannst du hochkommen? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Nächste Runde, nächstes Glück. Neue Runde, neues Glück. Wie auch immer man das sagt. Thema des heutigen Tages ist: Verkleide dich als Junge. Become a boy. Lars, wie würdest du dich als Junge fühlen? Cool. Ja, endlich mal ein Junge sein, oder? Haha. Oh, diese Haare. Ich weiß gar nicht, ich muss mir jetzt kurze Haare aussuchen. Weiß gar nicht, was cool aussieht. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber mal gucken. Was ist hiermit? Nein, das gefällt mir nicht. Meinst du, ich soll mir einen Bart machen? Machst du dir einen Bart? Ich meine, das Thema ist ja... Schon. Also es ist ja eigentlich nicht bekommen, werd ein Mann, sondern werd ein Junge, oder? Oh mein Gott, was war das gerade? Warte mal, wo war das? Oh mein Gott, hier gibt's ein Oberteil, da steht einfach Rich drauf. Was ist los? Guck mich mal an. Wo bist du? Keine Ahnung, bist du hier. Im VIP? Ich habe mir eine nice Frisur verpasst. Oh ich glaub, nein. Das lasse ich jetzt erstmal so. Freunde, okay. Müssen wir uns jetzt erstmal einen Körper aussuchen, der nach Junge aussieht? Eigentlich entweder der hier, oder? Ja, ja, das... Oh, Alter, wie das aussieht, Mann. Heftig. Okay, ein bisschen braun gemacht haben wir uns dieses Mal. Werde ich mein Gesicht nicht vergessen. Dieses Mal mache ich mir ein Gesicht. Wieso Supreme-Oberteile, so komisch. Diesmal laufe ich nicht ohne Gesicht rum. Ich mache mir erstmal ein Gesicht. Das sieht cool aus. Das sieht voll cool aus. Okay, was wollen wir für ein Junge sein? Was machst du aus dir? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Okay, guck mal bei den Jungs. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Hier, die Jungs-Sachen sind alle... Oh. Ich werde so ein mega harter Typ, Alter. Hast du dir Muckis gemacht? Mega, ich habe mir Muckis gemacht, aber sowas von... Und ich komme einfach im Schlafanzug. Okay, nein. Oder dieses Anzugding hier und dann dazu dieses Oberteil. Es gibt hier ein Ding. Ist doch nicht schlecht, oder? T-Shirt, da steht drauf, Straight Outta Roblox. Was steht da? Straight Outta Roblox steht da drauf. Okay, weiß nicht, was... Okay, ich glaube, so kann man sich anziehen. Okay, nice. Alright, Leute, wir haben noch 1,5 Minuten Zeit, uns jetzt hier irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt hier ein paar Klamotten an. Dieser Hut. Nein, der zerstört meine Frisur, das will ich nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Oh, das mit den Haaren ist immer so kompliziert. Nö, das ist gar nicht so einfach. Ich fand auch... Also, ich habe lange gesucht nach meiner perfekten Frisur, aber ich habe sie gefunden.
Habe ich hier irgendwelche Haare, die noch cool aussehen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß nicht. Ich mach diese bunten Haare jetzt weg. Die sehen so dämlich aus. Okay. So sehen wir jetzt erstmal aus, Freunde. Okay, dann werden wir mal schauen. Vielleicht finden wir noch irgendein cooles Haus hier. Wieso macht man sich Flügel? Zu dem Thema. Das verstehe ich nicht. Eine Handtasche brauche ich ja auch nicht. Was trägt man überhaupt, wenn man hier ein Boy ist? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es gerade so gut. Ich brauche noch ein Gesicht und dann bin ich, glaube ich, ready. Totenköpfe Spaghetti, sind doch Leute. Cool, oder? Du bist ready, Spaghetti. Die Dinger? Ja. Nein, nein, nein. Ich nehme die Totenköpfe. Okay? So, let's go. Wir nehmen die Totenköpfe, die uns hinterherjagen. Und eine kleine Fee. Ich weiß es nicht. So einen süßen Fisch. Okay, der kleine Fisch, der kommt mit. Und wir haben noch kurz Zeit. Ich weiß gar nicht, was man für Accessoires nehmen kann. Sowas hier einfach? Ach, das sieht nicht gut aus, glaube ich. Hier drüben ist auch nichts weiter. Hose haben wir. Ich glaube, das ist nicht sehr besonders, was ich hier gemacht habe. Ich habe eigentlich keine Accessoires. Das Ding da auf meinem... Ich weiß es nicht, Mann. Oh, zack. Wer ist das da? Irgendwas? Ich brauche noch was Cooles. Leute, ich glaube, das war's. Ich habe nichts Cooles. Aber ich seh immer ganz gut aus, okay? Ich sehe ja, ganz gut aus. Du siehst auch gut aus? Okay, cool. Würde ich sagen. Dann würde ich sagen, es geht los, Leute. In Seoul, in South Korea, in Südkorea, startet die nächste Fashion Famous Show mit Lars und mir. Yo, let's go. Welcome. Alle herzlich willkommen. Und hier ist die Jury, die unsere Kopflose Outfits... Der kopflose Nick. Ja, Mann. Aber der hat ja gar keinen Kopf. Von Nick, der hat ja noch einen halben Kopf. Der fast kopflose ja, Nick. Der fast kopflose genau. Nick. Genau. Okay. Unser erster Boy betritt die Bühne. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber nicht schlecht, aber fehlt mir irgendwas. Mir sind zu viele Flügel, um ehrlich zu sein. Ich meine, welcher Junge läuft mit Flügeln auf der Straße rum, oder? Ach so, Izzy, übrigens, mir haben mal Leute in die Kommentare geschrieben, der Typ, der ohne Kopf da sitzt, ich glaube, das soll uns symbolisieren. Wie uns? You know, das symbolisiert uns, weil wir sitzen ja in der Jury, weil wir raten hey, ja die Outfits. Hey, stimmt, das ist clever. Oder jemand hat es einfach falsch gecodet. Aber das oder ist eine gute Idee auf jeden Fall. Wird, ja. Und da haben wir jemanden, der das Thema irgendwie... Was ist das? Was ist das, oder? Was ist das? Das ist halb Junge, halb Mädchen. Ich glaube, da versucht jemand die Ugly-Challenge zu machen, kann es sein? Ich habe hier jetzt so 5 Sterne gegeben, weil ich das so geil finde. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Okay, Lars, your time hey, to shine. Let's ich bin go. Back here. Hey, sieht cool aus, Mann. Du hast echt Style. Yeah. Thank you. Nice outfit. Muss ich echt sagen, so, ne? Aber du hast auch Erfahrung darin, dich als Junge zu kleiden. Du hast da schon so einen kleinen Vorteil, oder? Ja, geht. Also, es war mein erstes Mal als Junge. Und da komme ich mit meinem kleinen Fisch. Oh, aber gar nicht mal so schlecht. Und Totenköpfen, yeah. Und Crossed Arms. Yo, ich bin der Coolste in der Hood. Wuhu! Dieser Tanz. Yeah, ich wollte gerade sagen, yeah. Ich bin der Coolste. Und dann läufst du so weg. Okay, da kommt noch ein Mädchen, die hat das Thema nicht verstanden, glaube ich. Become a Boy und sie sieht immer noch wie ein Girl aus, aber es ist ein süßes Outfit. Ich gebe 3 Sterne. Ich habe ihr 5 gegeben. Echt? Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, also, dafür, dass sie das Thema nicht gemacht hat. Okay, Laila ist dran und kommt als Junge auf die Bühne. Das ist komisch, wenn das heißt, so, ja, das ist Laila und dann ist es aber ein Typ. Da kommt so ein Typ, ne? Hey, Laila. Ist in Ordnung, oder? Das sieht wirklich gut aus, ja, Alter. Ja, finde ich auch. Ich meine, so viel kannst du ja nicht machen, so, ne? Wirklich, sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja. Okay, Valentina Herz ist dran. Und, was? Die hat gar nichts gemacht, nur die Haare. Sie hat sich nur Haare und ein Gesicht gemacht, oder? Aber sie ist glücklich. Ja, das sieht süß aus. Ich gebe ihr 3 Sterne. Sie ist glücklich. Das ist schön. Ich bin auch glücklich, wenn ich gleich auf dem ersten Platz lande. Und wenn nicht... Dann prügel ich euch von der ersten Platz runter und dann. Oh, okay, ich hab gewonnen. Ich will einmal wieder gewinnen. Ja! Yeah. Was? Lars und ich? Nice! Hey, Glückwunsch! Ach, du bist das gewesen, yeah, stimmt, ich bin ganz Zweite. Vergessen. Guck mal, das bin ich. Und ich tanze. Ich bin Erster geworden. Cool. Nice Runde auf jeden Fall. Freunde, wir haben den 2. Platz gelegt. Hey, guck mal, wir haben beide 16 Punkte. Wir sind beide Erster. Wir sind beide Erster einfach. Also, aber du bist trotzdem auf dem 2. Oh, jetzt hör auf zu diskutieren. Wir haben beide gleich viele Punkte und wir haben beide gewonnen. Ich laufe hier. Wo laufe ich hier lang? Ich bin einfach oben. Ich bin auf den Lampen drauf. Hä, crazy. Wo bin ich denn hier gerade gespawnt? Ladies and Gentlemen, das war's mit dem heutigen Part von Fashion Famous. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video um 15 Uhr. Danke fürs Mitmachen, Lars. Schaut bei Lars vorbei und bis dahin. Hasta la pasta.